Hallo und herzlich willkommen zurück zu Durchgeknabbert Dark Souls 3. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den schüchternen Schläger nennen, wenn ihr wollt. Denn ich verprügle am liebsten die, die sich sowieso schon im Dunkeln verstecken, um nicht entdeckt zu werden, liebe Leute. Tja, die scheinen nicht besonders stark zu sein und die scheinen auch nicht besonders, widerstandsfähig zu sein. Und mein großes Schwert macht gerne Schluss mit diesen Viechern, liebe Leute. Da sehe ich nämlich schon wieder so einen. Ich rolle mal rein. Oh, das war aber nicht so gut. keine Ausdauer mehr gehabt. Ja, das war wohl nicht so gut. Ich glaube immer, das Pieksen, doch, diesmal hat es funktioniert. Das ist nicht so genau bei dem Schwert eigentlich, aber das funktioniert ja ganz gut. Ich hoffe mal, das hier wird kein zweites Blighttown. So, wollen wir mal ganz kurz schauen. Hier unten sind Leichen und ganz, ganz, ganz viele von den Schüchternen. Oh, ist das dunkel hier. Ich habe mir keine Fackel gekauft. Das war schlecht. Und da ist schon wieder Matsch. Oh, ich hasse es, in diesem Zeug rumzulaufen. Okay, ich wollte eigentlich zu der Truhe darüber, aber da komme ich gar nicht hin. Oh, kommt da jemand hoch? Ja, also ich muss sagen, so ein bisschen was zum Sehen wäre nicht schlecht, muss ich sagen. Okay. Oh, sie sind auch ein bisschen kleiner, kann das sein? Blutflecken. Ja, der ist mit Sicherheit einfach von den Schüchternen zerschlagen worden. Ich heile mich mal eben und rolle rein. Ja, so geht es. Mal schauen, wie viel die aushalten. Ah, da muss ich ein bisschen mehr zielen. Oh, da war noch mehr. Das verstehe ich nicht. Ich habe genau drauf gezielt, aber das hat ihn nicht erwischt. Oh, die spucken Säure. Na gut, aber dann machen wir halt sowas. Möglichst die Mitte. Jawohl, das geht gut. Leuchtet auch sehr schön. Hier gibt es bestimmt massenweise von den Viechern. Oh, ich habe erst gedacht, das wäre auch so ein Bodenkrabbler. Das war nix. Ja, dann machen wir sie halt lang. Wo schlägt der denn hin? Habt ihr es gesehen? Irgendwo. Na gut, ich meine, die sind im Einzelnen wirklich sehr schwach, aber meine Fräse. Ah, da wartet auch noch einer. Direkt auf dem Ding hier. Oh, warum bist du nur so langsam mit diesem Schwert? Mann. Aber ich will nicht wechseln. Das ist das Einzige, das auf Intelligenz verzaubert ist. Blaues Käferkügelchen, Leute. Sehr schön. Also, gefährliches... Boah, du blöder Kerl, hast du mich erschreckt. Fünfs. Hat nicht gereicht. Na gut. Nee, so auf jeden Fall nicht, Leutchen. Ich habe den anderen Unsichtbaren auch gesehen. Also keine Sorge, ist alles in Ordnung. Aber, Alter, ist das doof hier mit dem Schwert. Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es ein Riesenvorteil ist, das hier zu haben. Aber Zustechen funktioniert bei dieser Waffe wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Das eignet sich einfach nur für große Gegner oder wenigstens aufrecht laufende Gegner. Trotzdem, ich mag die Waffe eigentlich sehr. Also möchte ich mich gar nicht beschweren, vor allem... Ah, der dritte Schlag ist immer ein Versehen. Vor allem, weil sie sehr gut staggert. Ja, da sind halt mehrere hier. Komm mal rüber. Ja, das dachte ich mir schon, dass du einfach mal ein bisschen zuschlagen möchtest. Und weißt du, was ich mir dann noch gedacht habe? Ich bring dich um. Das habe ich mir dann noch gedacht. So. Ein Krabbler. Ich glaube, die sind etwas gefährlicher hier. Weil ein bisschen schneller. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Kleinen hier... Wow, noch einer. Runtergefallen, hä? Tut mir leid. Okay. Ach, die kann ich gar nicht kaputt machen hier. Guck mal. Okay, hier ist eine Leiter nach oben. Ich schätze mal, das wird... Ist das der zusätzliche Weg, der normale Weg? Es ist ja schon sowieso... Ich habe hier sowieso schon so viele Wege wieder offen. Oh, runtergefallen? Ja, okay. Das hat dir wohl ein bisschen wehgetan. Okay, ich habe schon wieder so viele Seelen. Ah ja, da ist wieder einer, der gerne unsichtbar bleiben möchte, aber es nicht darf. Oh, hier gibt es so viele Wege und hier geht sie wieder runter, ne? Ja, na klar. Na klar. Alter. Dann gehe ich erstmal die Leiter hoch. Das sieht aus wie der weitere Weg. Aber ich gehe nicht den weiteren Weg, sondern den leiteren Weg. Wozu habe ich das alles ausgeräumt hier? Oh, es ist einfach so viel, was es in diesem Level... zu finden gibt. Man kann so leicht mal was übersehen. Vielleicht eine Glut oder so. Oh, ist das dunkel.
ist das dunkel. Ich habe ein bisschen Angst. Und auch ein bisschen, ach so, das führt mich vermutlich einfach zu der Truhe, die ich da schon gesehen hatte. Ein Gegenstand, den wollen wir haben. Oh, ein Zauberheimer. Es hört sich so an, als würde gerade jemand auf mich zulaufen. Ah, noch nicht. Bist du ganz nah? Ha. Huh. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rüber, ha? Huh? Beichtstein. Er ist, glaube ich, hier an der Seite. Ah ja, da ist jemand. Bist du runtergefallen beim Zaubern oder was? Also er ist auf jeden Fall ein Stärkerer. Huch. Kommst du wieder hoch? Ja, ja, das ist der. Der. Ich weiß nicht, wie ich trete, aber irgendwie kann ich treten. Na gut. Ah, er kann es aber leider. Ich war. Irgendwie geht das, glaube ich. Ich meine, ich habe mir das mal sagen lassen, dass man auf den Dingern treten kann, aber wir lassen ihn einfach hochklettern und. Huch! Und schlitzen ihn auf. So, hat uns leider nichts gegeben, auch wenn er uns Ärger bereitet hat. Aber das macht nichts. Wir sind dankbar für jeden toten Feind. Okay, da wartet noch einer. Das führt ja doch nicht zu der Truhe, oder muss ich da wieder irgendwo durch eine Wand gehen? Also hier auf jeden Fall nicht. Ist ja ganz schön gefährlich hier. Oder da unten ist die Truhe, da unten ist die Truhe. Ich würde dich so gerne anvisieren. Mit einem Bogen ginge das natürlich ganz gut. Okay, der ist runtergefallen. Aber nicht tot. Ich möchte trotzdem erst hier oben entlang gehen, für den Fall der Fälle. Für den Fall einer unsichtbaren Wand. Und da hinten kann ich dann aber zur Truhe runterspringen. Hm, dumm. Der andere ist ruhig geblieben irgendwie. Na gut. Dunk. Okay, hier scheint nichts zu sein. Dann gehen wir weiter. Runter zur Truhe. Der Typi wartet dort unten. Das sieht man ja. Habe ich da oben jetzt irgendwas vergessen, was wichtig ist? War da nicht auch ein Ausgang gerade? Ja, klar. Gucken wir erstmal da nicht, dass da einfach nur ein Balkon ist. So im Dunkeln hier entlang zu latschen, echt voll scheiße. Okay, nee, es scheint ein Rückweg zu sein. Runter zur Matschepampe. Will ich jetzt nicht. Ich sehe auch nichts Wertvolles da. Ich möchte zur Truhe gehen. Die Truhe ist bestimmt mit einer Falle bestickt. Ist da nicht sogar ein Blutsdingsen da davor? Ein Blutsbruder? Ha, nein, ein Blutstropfen. Oder vielleicht ist auch nur einer runtergefallen. Aber da mit einer Mimik zu kämpfen, das wäre schon gefährlich, muss ich mal sagen. Ja, ist das die gleiche Ebene? Ich hoff's mal. Oh, der ist davon nicht gestorben? Meine Fräse. Okay, was sagt die Nachricht? Stoß voraus. Sieht nicht so aus. Ah, ich heile mich mal lieber. Also hier gegen so ein Ding zu kämpfen. Nee, scheint okay zu sein. Okay, machen wir auf. Joschkas Speer. Oh, ein Speer. Aber wir haben so viele Sachen gefunden, ne, die ich noch gar nicht überprüft habe. Was haben wir denn so? Wir haben Saphir von Aldritch, haben wir schon. Ja, das haben wir schon gesehen. Erhöht die Geschicklichkeit leicht und macht beim Rollen unsichtbar, haben wir auch schon gesehen. Flynns Ring, das ist alles nichts Neues. Pharons Ring, Ring des bösen Auges. Absorbiert TP mit jedem besiegten Gegner? Das ist ja geil. Also, so fürs normale Voranschreiten ist das doch sehr geil, oder? Will ich mal nicht. Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn... Also, das ist so ein richtiges, vor allem für Nahkämpfer, finde ich. Denn ich muss mich jetzt schon... obwohl, ich habe Pyromantie und Pyromantie enorm. Brauche ich eigentlich nicht beides, ne? Obwohl die Pyromantie hier wirklich meinen Arsch rettet, und zwar regelmäßig. Einstimmen zusätzlicher Zauber brauche ich nicht. Maximale TP-Ausdauerregeneration, alles geile Ringe. Ich bräuchte mindestens 40 Finger, um das alles richtig tragen zu können. Dann hatte ich noch irgendeinen coolen Helm gefunden. Irgendwas vom Hohepriester. Das hier, Helm des... Nee, Feuerhexe, genau. Heiligen, es dauert hier noch nicht mit Folgen. Okay, scheint nichts Besonderes zu sein. Ist schwerer als meins und würde mich... Oh, aber den könnte ich tragen. Dann sehe ich bestimmt voll witzig aus. Okay. Was hatte ich gerade noch? Irgendeinen Speer. Den können wir uns... ich werde mal anstatt meiner Waffe gerade ausrüsten. Ihr seht, ich habe vieles von meinem Kram in eine Kiste getan, damit ich es nicht umschleifen muss. Mir wurde der Hinweis gegeben, dass das hier für stärkere Charaktere die ultimative Waffe ist, weil sie quasi jede Verteidigung durchbricht. Kann ich natürlich nicht tragen, ist also nicht relevant für mich. Hier ist der Speer, den ich gerade gefunden habe. Der sieht aber doof aus, oder? Also Speere sind natürlich
Alter, wie oft selbst ich damit zuschlagen kann. Das ist natürlich echt krass. Was kann er so? Fertigkeit beschwichtigen. Er hebt den Speer in einem Gebet und verringert vorübergehend die FP des Gegners mit jedem Stoß. Oh, ein Anti-Magier-Speer, wie es aussieht. Na gut. Also sowas könnte ich auch mal skillen, aber momentan, wie gesagt, keine Möglichkeit, irgendwie groß was aus meinen Juwelen zu machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich bin so untot, um was aus meinen Juwelen zu machen. So. Abkürzung voraus. Ja, aber ist das denn nur eine Abkürzung oder ist das auch eine... Ah, ich gehe lieber hier lang. Dich habe ich nicht getötet? Ich dachte, ich hätte. Wams! So. Na gut. Denn das will ich mit einer Abkürzung, wenn ich erst nochmal alles nach Schätzen absuchen möchte. Denn das ging ja nur darüber, oder? Ich traue hier nichts und niemanden. Da unten ist nochmal ein Schatz, aber das sieht aus wie etwas Gefährliches. Wie gesagt, das ist sicherlich eine unsichtbare Wand. Illusion voraus. Ja. Oh. Komm her, mein kleines Opfer. Funkeltitanit. Na gut. Vorsicht vor Echse? Wieso Vorsicht? Kommt die jetzt runtergesprungen, oder was? Ich sehe hier keine gefährliche Echse. Beißt die mich, oder was? Oder ist hier noch eine große irgendwo? Okay, der hat jetzt offenbar die aufgeweckt. Was doch gefährlich enden könnte. Boah, vor allem, wenn die sowas machen. Das war ganz schön gefährlich. So knapp, Leute. Gemeinheit. War hier nicht noch einer? Ja. Krass, dass der jetzt gerade ganz unsichtbar war. Okay, und du bist... Fast des Todes. Na gut, jetzt bist du des Todes. Oi, oi, oi. Einfach so? Echt jetzt? Einfach so? Okay. Ich muss sagen, die sind doch schon gefährlich. Ich habe ein bisschen Angst vor euch. So, müssen wir leider aussaufen. Ich mache auch hier nochmal... Also da ist natürlich die Waffe zum Auffinden dieser Gegner sehr gut geeignet. Mit einer kleinen Waffe ging das nicht so gut. Ich hätte den nicht so schreien lassen dürfen, aber was soll ich tun? Er ist nur mal ein Schreihals. Ja, ja. Oha. Und weg mit dir. Ich habe den anderen gesehen, wollte aber den hier lieber zuerst machen. Denn eigentlich im Einzelnen sind sie ja keine schweren Gegner. Es sind ja mitunter die schwächsten Gegner, die wir bis jetzt gesehen haben. Und darunter zu gehen, übrigens, wäre wahrscheinlich tödlich gewesen, oder? Ach nee, da hätten wir natürlich den Schreihals überraschen können. Und das hätte uns sehr, sehr weitergeholfen. Aber nee. Also ist schon ganz gut, so wie es war jetzt. Auch wenn ich so ein bisschen Kraft verloren habe. Hier geht's wieder runter. Oh, ist das ein Feind da unten? Das sieht schwer nach einem Feind aus, aber ich kann es nicht anvisieren. Oh, das sieht sehr gefährlich aus. Ich gehe lieber hier vorne ran. In der Hoffnung, dass mir dann der Rückweg nicht versperrt wird. Denn Rückwege sind manchmal toll, Leute. Zeit für Rollen. Kann ich da irgendwo reinfallen? Ich glaube, ich möchte doch auf den Gegner drauf springen. Feinde? Große Feinde? Grüne Blüte. Ich glaube, ich möchte auf diesen Gegner da drüben drauf springen. Vielleicht bringt mir das noch einen kleinen Vorteil hier. Oh, ich mag mich nicht wieder durch diesen ganzen Kram kämpfen müssen das nächste Mal. Auf der anderen Seite, ich muss hier nicht mehr zur Truhe hoch. Achso, das schaffe ich aber gar nicht. Ah, doch, es geht. Es geht. Alles klar. Gut. Gerade so. Ein Ring der Opferung, das ist nett. Ich müsste halt nur wissen, wann ich den anlegen sollte. Ja, ich könnte ihn jetzt im Grunde genommen schon gebrauchen, weil ich immerhin 33.000 Seelen habe. Was sagst du denn? Vorsicht vor Monster. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass da wahrscheinlich irgendwas Größeres wartet, das ich jetzt besiegen könnte. Oder eben auch nicht. Viel Erfolg. Ein Beschützermonster, sowas wie die Hydra, nehme ich mal an. Aber wie soll ich das jetzt am besten angehen? Ist das ein Boss oder was? Ich glaube, ich nehme eine Glut, auch wenn ich direkt wieder invaded werde. So. Und schau mir das mal genauer an. Mit so vielen Seelen.
wie spawne ich das Ding denn? Oh Gott, ich habe Angst vor dem Ding. Große Seele eines namenlosen Blablas. Hier ist ein Blutfleck. Hinterhalt voraus. Wo ist denn das Monster, von dem die geredet haben? Hm. Da unten geht's in eine Kanalisation rein oder so? Hier geht's in einen Gang rein. Aber ich kann nichts aufwecken, nicht, dass das irgendein Steinmonster ist oder sowas und sich hier gleich die Steine aufstehen. Hm. Dann rolle ich mich, glaube ich, gleich mal zu dem Item da drüben. Ja, wo ist denn hier das Monster? Das kommt bestimmt gleich und killt mich dann instantly. Aber ich habe auch noch grüne Blüte. Nicht genügend Krams. Hier geht's rein. Hm. Es gibt einfach zu viele Wege in diesem Level. Es gibt einfach zu viele Wege. Grüne Blüte nochmal. Hm. Leuchtfeuer voraus. Oh, bitte. Ja. Ein Glück. Bringt mich nicht um. Egal, was ihr wartet. Ich brauche dringend dieses Leuchtfeuer. Oh. So, jetzt kann ich etwas sicherer hier entlang gehen. Ich gehe wieder zurück. Ich habe ja noch nicht mal alles beim ersten Leuchtfeuer ausgeräumt. Das ist ja... Mir fehlt noch so viel hier. Oh, schrecklich. Achso, das muss ich dringend loben. Dankeschön. Auf diese Nachricht habe ich nämlich gehofft. Also ich habe selten ein Level als so stressig empfunden, rein von der Psyche her wie dieses. Okay. Hier ist Schleimikrams. Vergiftet werde ich aber auch nicht. Jemand ist gestorben. Aus welchem Grunde, fragt man sich natürlich. Er hat sich gerollt. Gar dolle gerollt? Ah, deswegen wahrscheinlich. Ui, na gut. Nehmen wir mal... Ih, sind die eklig. Das habe ich das letzte Mal erschlagen von oben. Na gut, aber die sind offenbar extrem feuerempfindlich. Beziehungsweise ist auch dieser Angriff wirklich sehr stark. Ich habe den Eindruck, dieser Angriff ist der absolute Hammer. Jaucheküchlein, lecker. Geschafft, hier. Was? Nein, bewerte ich nicht. Du wolltest es, ich wollte es nicht. Sowas muss ja schief gehen. Letzten Endes. Ja, mit denen lege ich mich gar nicht erst groß an hier. Ich bin ja direkt beim Leuchtfeuer, deswegen ist es egal, wenn ich jetzt ein bisschen Magie verschwende. Aber ich könnte natürlich hier noch einen schwächeren Zauber skillen, damit ich nicht ganz so verschwenderisch hier vorgehen muss. Noch ein Jaucheküchlein. Im Ernst jetzt, Jaucheküchlein, eins nach dem anderen. Richtig, da waren ja diese Viecher. So, sind glücklicherweise nicht zu schnell. Okay. Komm her. Komm her. Willst du nicht? Okay, der andere wartet noch. Dann warten wir am besten auch. Es sind sogar zwei noch. Und gut, Nummer eins. Warum machen die denn nichts? Verstehe ich nicht. So. Gut, die haben wir alle. Nur fragt man sich, warum der ganze Kram, die ganze Arbeit? Wofür all der Schmerz? Wozu der Pein, die Pein und das Pein auch noch? Wozu das Bein, liebe Leute? Tja, überall schleimige Monster, gefährliche Tentakel, Spinnenbeine und ich bin irgendwie trotzdem kein Stück weitergekommen im Leben. Da fragt man sich doch, warum? Achso, ich hätte ja auch noch exkrementbedeckte Asche. Klingt ja geil. Also jetzt können wir damit bei der Tussi was Neues einkaufen. Ich muss sowieso langsam zurück. Da ist eine Estus-Suppe. Hier treffen wir doch bestimmt einen verrückten Koch, oder? Gab's sowas nicht mal? Einen verrückten Koch in irgendeinem Dark Souls? Ah. Ja, wir können die mal trinken, aber noch sind wir nicht so schwer verletzt. Aktion wechseln. Ja, wir können das mal lesen. Hurra für Suppe. Ja, hier, klar. Ich lob deine Suppe. So gefährlich war es jetzt nicht für mich als Pyromant hier, weil die Zauber doch sehr gut
Kurz gesagt, scheint vertraut. Vorsicht vor Ritter. Alles klar. Also die Feuerzauber, die helfen mir doch wirklich sehr weiter. Das ist schon richtig geil. Hä? Hä? Ritter? Oh. Kommst du runter, oder was? Oh. Habt ihr gesehen, wie die alle umgefallen sind? Wieso Vorsicht vor Ritter? Hier sind doch viel zu viele lustige Sachen, um vor irgendwas vorsichtig sein zu wollen. Na gut, dann gehen wir weiter. Ich möchte eigentlich zurück zum Leuchtfeuer, um die Asche einzutauschen und meine Seelen auch. Ah, okay. Das ist einer von diesen Rittern. Vorsicht vor Scharfschütze. Ja, das ist ein wichtiger Tipp, denke ich mal. Aber hier möchte ich noch nicht. Das ist doch ein neues Gebiet, oder? Hier möchte ich noch gar nicht hin. Na gut, dann wollen wir den Ritter mal zuerst ein bisschen erschrecken hier. Okay, und dann hoffen wir mal, dass wir diesen Kampf überleben. Mit oder ohne Scharfschütze. Oh. Der ist ja ein richtig stromheimerischer Kerl. Also diese Gegend hier bekommt eine große Titanitscherbe und göttlicher Segen. Wow. Diese Gegend kommt mir auch sehr bekannt vor. Gab es sowas nicht auch schon mal früher? Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Castlevania 64-Spiel, muss ich sagen. Nee, ich glaube, ich gehe zurück. Ah, da ist der Scharfschütze. Vor dir hat man mich gewarnt. Ja. Und der haut auch ordentlich rein, glaube ich. Also, gehen wir mal auf Nummer sicher und gehen zu ihm hoch. Gut hingesehen und da irgendwo eine Truhe. Also, es gibt so viele Wege, die ich gerade ablaufen kann. Es ist wirklich brutal. Hinter mir erstmal nichts, vor mir ein Ritter. Der sicherlich auch gut abwehrt. Hut ab, der wehrt gut ab. Und nochmal. Okay, das hat sich gelohnt, den so ein bisschen brutaler anzugreifen. Große Titanitscherbe 2. Ist ja der Hammer. Jetzt geben die ganz viele große, oder was? Wäre geil, wenn du fällst. Aber macht er leider nicht. Erfrierung? Wovon das denn? Ach so, in den Töpfen drin, oder was? Okay, ja, mach das nur. Das wiederum nicht so gerne. Hätte nicht gedacht, dass der so schnell wieder zuschlagen kann dann. Boah. Okay, aber den hätten wir. Gibst du mir deinen Bogen oder was? Große Titanitscherbe 2. Alter, wie viele Seelen habe ich denn? Das ist ja immens. Versucht Einzelkampf. Ja, meinetwegen. Also ich glaube, ich muss mich gleich zurück teleportieren. Ich möchte den ganzen Kram eintauschen. Estus-Scherbe habe ich noch. Ich habe die Asche. Und ich muss den See noch fertig untersuchen. Ah ja, okay. Und hier sind bestimmt falsche Truhen dabei, oder? Zeit für Dickwanst. Oh, na gut, machen wir das nochmal. Das scheint okay zu sein. Ring des Löwen. Scheint auch okay zu sein. Smaugs Großhammer. Oh, das war ja ein Boss aus. Ist das nicht Smaug oder wie auch immer und Ornstein oder so? Ist das nicht ein typischer Dark Souls Boss? Ich meine doch. Alles klar. Den Löwenring will ich mir mal ganz kurz ansehen. Ja, statt dieses Rings hier. Ring des Löwen da. Verstärkt Konterangriffe bei Stoßwaffen. Na gut. Nichts, was ich kann, deswegen auch erstmal egal. Ah, nein, Erfrierung. Habe ich schön gemacht. Sehr schön. Hat auch ordentlich Lebensenergie gekostet. Alles klar. Tja, Leute, dann würde ich sagen, ich mache es folgendermaßen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ich werde mich gerade zurück teleportieren. Obwohl, nee. Ach nee, ist doch Schmu, ich mach das nicht. Ich gehe hier weiter. Vision von Schatz. Oh. Vorsicht vor Kälte. Ja, kommt ein bisschen später, aber ich lobe dich trotzdem. Oder ist das einfach nur ein anderer Weg, den man hier hätte laufen können? Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, Feind. Sackgasse voraus. Glauben wir dem? Ja, den glauben wir. Illusion voraus. Nö, ist nicht. Hat ja nicht geklappt. Das sieht aus wie eine Gegend, in der wir eigentlich schon längst waren, ne? Oder sieht das nur alles so gleich aus hier? Oh Mann, nee, da waren wir noch nicht. Boah, ist das gemein hier. Oh nee, das ist besser, wenn wir das so machen. Und nochmal. Bams, ganz langsam rollen.
Wer ist denn da? Ein Unsichtbarer, na gut. Die Unsichtbaren machen, glaube ich, wenigstens nicht zu viel Schaden mit ihren Zaubertricksen. Aber sie sind dafür nicht allein. Okay. Man kann sie vor allem auch nicht anvisieren, was natürlich sehr nervig ist. Wow, Rundumschlag. Okay. Oh, der ist ja gar nicht tot, der Hund. Hui. Rundumschlag. Noch ein. Blöde Hundis. Oh, 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 was hat mich denn da erfroren? Ach, die Hundis haben Frostschaden. Na gut. Das wollen wir natürlich nicht riskieren, dass wir von sowas umgebracht werden. Uiuiui. Ach, ich muss mich... Na, aber es gibt so viel hier noch zu tun. Ich komme hier doch nie wieder hin. Da hinten steht der Magier-Caster-Typi. Wow. Die haben schon so ein bisschen... Oh, 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 oh. Ach. Ist doch scheiße hier mit euch. Okay, weg hier. Schnell hier weg. Uah. Komm her, Hundi. Hundi, komm her. Shrimp. Dieses Schwert ist gegen diese Viecher echt einfach nur geil. Wirklich wahr. Okay. Erstmal den hier oben. Denn der nervt ja total hier. So. Dann den Gegenstand, den der fallen gelassen hat. Sag mal, dass es Leuchtfeuer ist. Abkürzung voraus. Okay. Das ist auch gut. Blutiger Edelstein. Dann wollen wir mal die Abkürzung gleich nehmen, bevor ich hier invaded werde und umgebracht. Große Titanitscherbe, danke. Hinterteil, ich habe versagt. Ja, alles klar. Hier ist nichts. Dann nehmen wir erstmal die Abkürzung. In der Hoffnung, dass wir... Also dieses mit dem Invaded werden, das macht für mich wirklich viel vom Gameplay aus, von der ganzen Spannung, weil ich immer Angst habe, dass ich total auf den Sack bekomme. Ah ja, wir haben eine Abkürzung. Und zwar zu welchem Bonfire eigentlich? Also ich erkenne das schon. Aber ich weiß... Ah, hier in die Richtung wäre das. Ne, warte mal, in welche Richtung war denn das Bonfire? Aber auf jeden Fall erkenne ich die Gegend natürlich. Ich könnte da von unten hochgehen. Alles klar. Ja, in dem Falle gehe ich natürlich wieder runter. Wir haben eine Abkürzung, aber trotzdem, ich würde hier so leicht nicht wieder hinfinden. Also über den See natürlich. Über den See würde man wieder hochkommen und... überall gefährliche Dinger. Aber ich möchte eigentlich heim. Ich habe so viele Seelen dabei, ich will heim. Okay, Hinterhalt voraus. Vorsicht vor Hinterhalt. Ja, ich lobe euch beide. Es wird sicherlich wahr sein. Aber ich möchte... eine meiner Nachrichten wurde bewertet. Danke! Huch, kommt der Hinterhalt schon? Ja, klar. Ah, da ist das Schwert dann natürlich immer ein Nachteil. Lange Ausholzeiten. Aber das macht nichts. Ein Schatz. Aber wollen wir da hin? Da war ja auch ein Ausgang raus, oder? Ich möchte trotzdem dahin, glaube ich. Sonst vergesse ich den nämlich. Ist das tief? Oh, ist das tief. Alles klar. Flump. Große Titanitscherbe. Na gut. Dann gehen wir hier hoch. Ah, nee, Leute. Obwohl, hochgehen kann ich noch, in der Hoffnung, dass es mich nicht direkt umbringt. Aber ich glaube, ich werde es gleich so machen. Ich muss den Part ja beenden. Es ist einfach krass, wie verworren das hier alles ist. Oh, oh. Gar nicht gut. Okay, dann, ja, du fällst runter, das ist schon mal ganz gut. Dann hau ich dich jetzt direkt um. Oh, nicht runterfallen, mein Freund. Hui, hui, hui. Ich werde diesen Raum jetzt noch machen, dann werde ich den Part beenden, mich homeward bonen und werde dann versuchen, wieder hierher zu kommen. Oh Mann, der Raum ist ja ewig noch. Oh Mann, das ist ja nicht nur... Oh. Oh, das ist ja kein kleiner Hinterhalt und ich habe nicht genügend Ausdauer, Mann. Alter, alles unsichtbar hier. Und swim. Und swim bitte. Okay, da war noch mehr, ne? Ja, ich habe wieder eine Estus-Flask dazu bekommen. Die kann ich auch direkt gebrauchen. Aber warte mal, stehst du da unten so rum? Ist doch nicht gut. Ist nicht gut für dich. Und schwimms. So. Und du bist auch noch da. Hey. Alles klar. Und er hat sogar was fallen gelassen. Blaues Käferkügelchen, na meinetwegen.
Noch eins. Und sonst ist hier nichts weiter. Sehr aufregend hier, muss ich wirklich sagen. Vorsicht. Achso, das war einfach nur das nochmal. Okay. Also gab es hier eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Kann das sein? Nur die Leiter hoch? Achso, da hoch wieder. Oh Mann. Seele eines übermüdeten Kriegers. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Na gut, gehen wir hoch. Das können wir nochmal kurz angucken. Sowas habe ich befürchtet. Oh, der hat eine Sense dabei, glaube ich. Oh, und er ist gefährlich. Nö, geh weg. Ich will mich gar nicht erst richtig mit dir anlegen. Die Sense kannst du das nächste Mal da lassen, wenn wir uns begegnen. Oh je. Und da sehe ich einen Boss. Ja, den können wir jetzt aber nicht machen. Den können wir jetzt nicht machen. Ich mache jetzt noch diesen einen Kampf hier. Okay. Und... Bams. Ja, das müsste es gewesen sein. Okay. Dann mache ich diesen einen Kampf. Werde mich dann nach Hause begeben. Oh, da sind jetzt aber noch ganz viele. Ach, hier bin ich jetzt. Das passt ja perfekt. Dann kann ich ja doch eigentlich... Na, ich möchte das gerne haben. Ich möchte es gerne haben und ich möchte sowieso zurückgehen. Aber vielleicht doch erst nach dem Bosskampf. Wer weiß das schon so genau. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal zurück. Das heißt, ich bohne mich direkt jetzt nach Hause, wenn er versteht, was ich meine. Und werde dann im nächsten Part... Ja, hoffentlich hier wieder anfangen. Ich werde vielleicht offscreen hergehen oder wie auch immer, wie ich das machen sollte. Oder ich schaue mir erst die anderen Gegenden nochmal an. Es ärgert mich so ein kleines bisschen, dass ich jetzt gar so, so einen weiten Weg laufen musste ohne Bonfire. Ich bin bestimmt nur an einem vorbeigelaufen. Es gibt so viele Wege gerade. Das ist ja echt krass. Das ist echt krass. Und das Schlimme ist, dass es fürs Let's Playen ja für euch gar nicht mal so interessant ist, wenn ihr mich immer nur herumirren seht. Ich werde jetzt also erst nochmal aufsteigen. Ja, dieses eine Aufsteigen mache ich noch. Das nächste wäre viel zu teuer. Na gut. Ich dachte, es wären schon fast zwei Levels. Ist aber gar nicht so. Zauberei? Brauche ich das eigentlich? Nö, eigentlich nicht. Obwohl, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe ja momentan, also kann ja so gut zaubern und so. Das bringt schon viel. Oder ich mache einfach das nochmal. Also ihr seht hier zum Beispiel, ich kann gerade nicht so richtig aufhören. Rechte Waffe 2 dürfte meine Pyromantie sein. Und da kriege ich, wenn ich jetzt Intelligenz weiter steigere, 2 Punkte Schaden dazu. Wenn ich Glaube steige, allerdings 3 Punkte Schaden. Also es skaliert tatsächlich wahrscheinlich besser. Könnte auch sein, dass ihr mir das schon gesagt habt, wenn ich das also gleichmäßig aufsteigere. Das heißt, das werde ich jetzt auch noch ein bisschen verbessern. Belastbarkeit weiß ich noch gar nicht. Wenn ich das große Schwert nicht mehr benutze, könnte ich eigentlich wahrscheinlich genügend andere gute Sachen tragen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier auf Glaube. Die Asche, die tausche ich das nächste Mal noch ein bisschen ein. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir keine Zeit mehr haben. Jetzt erstmal danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber ich habe viel zu viel damit zu tun, den untoten Knochensplitter zu verbrennen. Ja, liebe Leute. Deswegen kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.